Wenn du gerade an deinem Businessplan sitzt und überlegst, welche Hilfe, welche Unterstützung kannst du bekommen, nun, da gibt es eine ganze Menge von Angeboten, von Möglichkeiten. Und meine Aufgabe wird es nun sein, dir auf der einen Seite die Möglichkeiten aufzuzeigen, auf der anderen Seite aber auch die Vor- und Nachteile sichtbar zu machen. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin Geschäftsführer des X-Group-Instituts für Gründung, Finanzierung, Geschäftsentwicklung. Und jedes Jahr helfen mir eine ganze Reihe von Menschen dabei, ihre Businesspläne so zu erstellen, dass sie beim Arbeitsamt zur erfolgreichen Bewilligung für Gründungszuschuss führen, bei der Bank zur Bewilligung führen, aber auch beim Jobcenter oder Investoren entsprechende Erfolge erzielen können. Und hier gibt es eine ganze Menge an Fehlern, die du machen kannst, Fehler, die andere Menschen schon gemacht haben, Fehler, die wir schon gemacht haben. Und diese teilen wir gerne, diese Informationen, damit du diese nicht machen musst. Frage ist jetzt nur, wo gehst du hin, was kostet wie viel und was ist seriös, was ist unseriös? Das werde ich dir jetzt nun zeigen. Die erste Möglichkeit ist, dass du im Internet fertige Vorlagen runterlädst, diese kaufst vielleicht noch, deinen Namen einträgst und abgibst. Nun, der kundige Leser sieht relativ schnell, ob das, was mit dir, mit deiner Person, deiner Erfahrung, deinen Ideen, deinem Standort, deinem Einzugsgebiet, deinen Kunden zu tun hat oder nicht. Und die zweite große Gefahr ist, dass diese Pläne meistens unvollständig sind. Sie sind nicht angepasst auf das Arbeitsamt, um Gründungszuschuss zu beantragen oder beim Jobcenter Einstiegsgeld oder bei der Bank die entsprechenden Fördermittel zu beantragen. Deshalb macht es hier Sinn, wenn du überhaupt solche Vorlagen nutzt, dass die anpassbar sind, also Word oder Excel, und dass du einen Berater hast und die Richtlinie kennst, wofür dann diese Vorlagen angepasst werden. Die zweite Möglichkeit, wo du Unterstützung bekommen kannst, sind sogenannte Portale, ob das jetzt Gründerportale sind, Unternehmensweltportale. Dort kannst du deine Daten eintragen und dann wird modulartig aus fertigen Vorlagen, fertigen Bausteinen dein Businessplan zusammengesetzt. Nun, auch der kundige Leser erkennt hier relativ schnell, ob du das selbst geschrieben hast, ob das allgemein oder speziell konkret ist, ob das was mit dir zu tun hat, mit deinen Kunden, deinem Standort, deinem Einzugsgebiet. Und meistens ist das nicht der Fall, also werden diese Pläne abgelehnt. Meistens ist es dann auch so, dass die Finanzpläne sehr ungenau sind, dass die nicht 36 Monate einzeln die Umsatzplanung, die Gewinn- und Verlustrechnung, die Liquiditätsplanung abbilden. Es fehlt also hier wichtiges Material für den Sachbearbeiter, der deinen Fördermittelantrag bewilligt. Oder der Banker sagt, also das ist unvollständig, nicht durchdacht, das ist nicht belastbar und lehnt deshalb ab. Diese Portale, nun, welche Aufgabe, welches Ziel haben sie meistens? Sie wollen in der Regel deine Daten haben, denn wenn du hier fertig bist mit den Eingaben in das Portal, nun, dann musst du deine Daten erstens hinterlegen, Telefonnummer, E-Mail-Adresse und zweitens die Erlaubnis, dass du kontaktiert werden darfst. Dass also andere Menschen dich anrufen können, um dir eine Marketingberatung zu verkaufen, Unternehmensberatung, der Steuerberater kann dein Lead dann kaufen, genauso wie der Rechtsanwalt und andere Dienstleister, die sich wie auch Versicherungsberater dann auf dich spezialisiert haben. Nun, eine dritte Möglichkeit kann ein Existenzgründerseminar sein. Vielleicht hat die Agentur für Arbeit, das Jobcenter oder die Bank das sogar nahegelegt, ein Gründerseminar zu besuchen. Nun, das ist jetzt nicht schlecht, denn du kriegst Informationen über Anmeldung, Zulassung, Recht, Versicherung, über Businessplan, Finanzplan und Buchhaltung. Darüber kriegst du Informationen. Nur was wird hier nicht gemacht? Du kriegst hier selten ein Template, das du bearbeiten kannst und du kriegst auch keine Unterstützung dabei, deinen Businessplan zu fertigen, also kein Coaching, keine Begleitung. Letztendlich ist das Gründerseminar ein Seminar, wo vorne Referenten, Dozenten ihr Fachwissen weitergeben. Und da spreche ich als Sprecher hier in Berlin von der IHK Berlin, der das Seminar gestaltet, aus Erfahrung. Denn mir bleibt gar nicht die Zeit, in 3,5 Stunden dir alles zu erklären, was du brauchst, um deinen Businessplan zu fertigen. Nun, als zweite Möglichkeit kann es sein, dass du in eine sogenannte Gruppenmaßnahme gesteckt wirst von der Agentur für Arbeit oder vom Jobcenter, wo du mit vielen anderen zusammensitzt. Hast du dann einen Dozenten, der vielleicht auch kein Coach oder Berater oder Unternehmer ist, sondern der immer nur sein Fachwissen abgibt, von der PowerPoint abliest. Nun, ob das deinem Businessplan förderlich ist, das kannst du selbst entscheiden. Aber in der Regel fehlt hier die Fachkompetenz, die Fachqualifikation und vor allen Dingen auch die Zeit, dir zu helfen, deinen Businessplan so aufzustellen, dass du bei der Bank abgeben kannst. Die Folge ist in der Regel eine Ablehnung. Und was du auch wissen solltest, dass viele dieser Gruppenmaßnahmen, gerade beim Jobcenter, vorher abspracheorientiert sind. Das bedeutet, der Bildungsträger, zu dem du geschickt wirst, der hat vorher schon die Auflage, dass von den 20 Teilnehmern maximal 2 oder 3 gefördert werden. Die Aufgabe von diesen Bildungsträgern ist dann, dich davon abzuhalten, dich zu gründen, dich zu demotivieren, Gründe zu finden, weshalb es bei dir nicht klappt und dir viel eher die Bewerbung in das erste abhängige Beschäftigungsverhältnis zurückzuführen und schmackhaft zu machen.
Also, auch hier heißt es vorsichtig sein vor diesen Angeboten. Eine weitere Möglichkeit ist, dass du einen Workshop besuchst zur Erstellung deines Businessplans. Früher wurden die gefördert und wir selbst als Unternehmen haben viele dieser Workshops durchgeführt. Der Nachteil ist nur, diese Förderung ist weggefallen, deshalb der Preis relativ hoch, wenn du solchen Workshop besuchst. Auf der anderen Seite achte auch, wer dort Berater ist, denn das sollte schon ein kundiger Unternehmensberater sein mit Selbstständigkeitserfahrung, wo du nicht der Erste oder Zweite bist, mit dem er den Businessplan macht. Was dir auf jeden Fall gut helfen kann, wenn du entsprechende Templates zur Verfügung hast, die optimiert sind für den Gang zur Bank oder für die Beantragung beim Arbeitsamt Gründungszuschuss oder auch beim Jobcenter Einstiegsgeld und Leistung zur Eindehnung von Selbstständigen. Denn diese Pläne sind ganz unterschiedlich. Du kannst einen Bankplan nicht beim Jobcenter und umgekehrt abgeben. Und selbst der Plan, der beim Arbeitsamt durchgeht, wird beim Jobcenter abgelehnt, beziehungsweise es werden dir keine Fördermittel bewilligt. Deshalb macht es Sinn, schon zweckorientiert für dein Thema die entsprechenden Templates zu bekommen. Wir haben in der Regel diese Templates auch für unsere Klienten zur Verfügung und bieten gleichzeitig auch noch eine Einarbeitung an. Die siebte Möglichkeit ist, dass du einen Berater, einen Coach findest, der dir nicht nur die Templates zur Verfügung stellt, sondern der dich noch anleitet und anlernt, diese Pläne selbst zu erstellen. Er begleitet dich also Kapitel für Kapitel und Tabelle für Tabelle durch die Erstellung, durch den Fertigungsprozess deines Businessplans. Das Ziel sollte nämlich sein, wenn du später bei der Bank sitzt oder beim Sachbearbeiter, beim Arbeitsamt, dass du selbst weißt, was in dem Plan drinsteht. Das Ziel sollte sein, wenn du die Mittel bewilligt bekommen hast und dein Unternehmen startest, dass du in der Lage bist, diese Tabellen noch weiterzuführen und den Controlling-Prozess, den Qualitätsmanagement-Prozess einzuleiten. Das heißt, die beste Möglichkeit und auch die mit der höchsten Wahrscheinlichkeit, dass du deine Fördermittel beantragt bekommst, ist die Zusammenarbeit mit einem Berater, einem Coach, der die Richtlinie kennt, der die Templates hat und der auch Coaching-Erfahrung hat, der dich dabei unterstützt, wie du selbst den Businessplan, den Finanzplan erstellst. Das Gute ist, dass unsere Regierung, unsere Arbeitsagenturen, aber auch in Brüssel die Institutionen erkannt haben, dass das die beste Form ist, den Businessplan zu erstellen, dich zu unterstützen und dich mit den richtigen Ressourcen von erfahrenen Menschen auszustatten. Deshalb gibt es hier Förderprogramme, die bis zu 100% der gesamten Beratungs- und Coachingkosten auch fördern. Welche das genau sind? Nun, dafür kannst du nun einen Gutschein nutzen für ein kostenfreies Erstgespräch. Ich lade dich aber auch ein, unseren Kanal zu abonnieren und weiterzuempfehlen. Ich wünsche dir viel Erfolg, dein Daniel Schäfer. Vielen Dank, dass du dieses Video zu Ende geschaut hast. Gerne darfst du diesen Kanal abonnieren oder auch weiterempfehlen. Möchtest du gerne ein Erstgespräch haben, um deine Fragen zur Gründung, Finanzierung oder beruflichen Entwicklung zu klären, so findest du hier auf dieser Seite einen Gutschein. Mit diesem kannst du ein kostenfreies Erstgespräch vereinbaren, 45 Minuten an der Dauer, entweder in Berlin, in meiner Beratungspraxis oder auch gerne am Telefon. Bis zum nächsten Mal.